Mein Lieber, du bist 37 Jahre alt, bist Spielerberater. Das machst du jetzt schon in verschiedenen Funktionen für unterschiedliche Firmen. Da kommen wir später nochmal kurz zu sprechen. Klar, die erste Frage, du hast sie wahrscheinlich schon 100 Mal beantwortet, aber ich glaube, für die Community ist es auch total interessant. Wie wird man Spielerberater? Ja, wie wird man Spielerberater? Also erstmal war es auf jeden Fall nicht mein Plan, Spielerberater zu werden. Das hat sich so, ja, wie viele Dinge im Leben dann so ergeben. Ich habe erst ganz normal meine Schule gemacht, habe halt natürlich immer Fußball gespielt, immer so hoch wie möglich. Bei Vorwärts Wacker zum Beispiel in Hamburg in der Jugend komplett gespielt. Ja, dann diverse Herrenmannschaften durchgemacht. War da ein bisschen schwierig mit einer Ausbildung, die ich dann angefangen habe, irgendwie höherklassig zu spielen, habe das dann so ein bisschen runtergefahren. Ja, und dann habe ich irgendwie relativ schnell gemerkt, dass so diese normale Arbeitswelt im kaufmännischen Bereich vielleicht nicht so super spannend ist für mich. Und ja, dann bin ich auf die Idee gekommen, Sportmanagement zu studieren. Ja, habe das dann auch begonnen und habe eigentlich schon während des Studiums gemerkt, also eigentlich wollte ich eher in die Richtung Journalistik gehen, so wie der liebe Jurek zum Beispiel, wollte klassisch vor die Kamera, wollte Field Reporter machen, habe da auch verschiedene Praktikas gemacht, aber dann kam irgendwann so eine Vorlesung bei uns im Studium, wo es dann hauptsächlich ums Management ging. Ja, und ab da war dann mir eigentlich mein Weg klar, dass es Richtung eher Sportmanagement geht, nicht Richtung Sportjournalistik. Und ja, das war dann sozusagen der Grundstein. Dann hatte ich irgendwann mal so ein Interview mit einem Spielerberater und bin da dann zum ersten Mal eigentlich mit so Spielerberatern in Berührung gekommen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht, dieses Interview, und hat, ja, der Berater hat da viel erzählt, was man eigentlich so macht. Und das klang sehr spannend. Und dann habe ich kurz danach ein Praktikum dort gemacht und das war dann der Eintritt. Wer war denn dein erster Spieler? Mein erster Spieler ist relativ einfach zu beantworten. Das war tatsächlich Christian Groß, der jetzt gerade beim SV Werder Bremen in der Bundesliga auch am Ball ist. Wurde gestern ja eingewechselt. Wie ist es dann der nächste Schritt? Also, weil eigentlich so das Geld verdienst du ja in der Regel mit Transfers, oder? Nein, das ist nicht ganz so richtig. Also auch, aber grundsätzlich ist jetzt ein Berater nicht unbedingt immer daran interessiert, die Spieler zu transferieren oder zu wechseln. Also grundsätzlich, das ist auch kein großes Geheimnis, bekommt ein Berater circa 10% vom Bruttojahresgehalt des Spielers vom Verein. Ist egal dann, ob er da wechselt oder verlängert. Also das ist in der Regel für uns unabhängig. Glaubst du daran, dass man da, wenn man sagt, ey, ich möchte unbedingt an mir arbeiten, aber ich muss halt noch arbeiten und trainiere halt dreimal, viermal die Woche, haben die Jungs noch Chancen, Profi zu werden? Wie siehst du das? Wie schätzt das ein? Schwierig, aber ich würde auf jeden Fall ja sagen. Also bei uns in der Agentur gerade vielleicht ein Beispiel, keine Ahnung, ob der dir jetzt was sagt, Jan Duzel, der hat ja vor 2 Jahren noch beim Rahlstedter SC gespielt in der Landesliga, glaube ich, war das. Ist dann irgendwie über gute Leistung in der Landesliga zum Maindorfer SV gekommen, hat da gute Leistungen gebracht, ist dann selber, alles noch ohne Berater, ne, ist dann selber zum LSK gekommen und hat beim LSK in der ersten Regionalligasaison 7 Tore und 7 Vorlagen auf die Platte gebracht. Und das, obwohl er nie irgendwie super hoch im NLZ oder sowas gespielt hat. Ja, und der wird jetzt im Sommer mal den Schritt machen Richtung Profibereich. Zumindest erstmal in einen Verein, der unter professionellen Bedingungen arbeitet. Und von daher, es ist möglich. Es ist natürlich, wie du schon sagst, schwierig. Es ist nicht einfach. Es ist auch nicht die Regel, aber es ist durchaus möglich. Kann ich mir so vorstellen, wenn du jetzt einen neuen Spieler hast, machst du am Anfang irgendwie einen Workshop oder sagst, ey, wo brauchst du noch Hilfe oder ey, das sind die Abläufe oder ist es einfach so, hey, wir arbeiten zusammen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt? Also ich würde ja das Letztere sagen. Also man, naja, bevor man mit jemandem sich zur Zusammenarbeit entscheidet, kennt man ja eigentlich schon so ein bisschen den Charakter des Spielers. Und wir gucken tatsächlich auch im Vorfeld, also nicht nur ich, sondern natürlich auch meine Kollegen bei uns in der Agentur, die schauen schon, könnte der Spieler von der Attitüde oder vom ganzen Auftreten her zu uns passen oder nicht. Und wenn dann die Meinung dahingehend, dass das zu anstrengend wird oder beziehungsweise wir da nicht positiv noch Veränderungen hervorrufen können, dann sagen wir auch mal ganz klar, das lohnt sich nicht für uns, weil am Ende wird das nicht erfolgreich sein. Also Spieler müssen kritikfähig sein und sie müssen bereit sein, viel zu investieren. Und eins ist auch klar, die haben genug Leute, die denen immer auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie die Besten sind.
von uns allgemein, nicht nur von mir, von unserem ganzen Team, wir sind eher kritisch und von uns gibt es eher Gegenwind, weil Gegenwind und konstruktive Kritik, das bringt dich nur nach vorne, das bringt dich weiter. Ist das noch normal, Probetraining? Also ab welcher Liga würdest du sagen, macht man kein Probetraining mehr? Schwer zu sagen. Also grundsätzlich bin ich kein Freund vom Probetraining, muss ich auch sagen. Gerade heutzutage, wenn man dann auf Regionalliga-Niveau oder höher ist, gibt es ja viele Möglichkeiten, auch dank euch, an Bildmaterial zu kommen. Da können sich dann auch die Regionalliga-Vereine mal so Full Games irgendwo besorgen und sich die Spieler auch mal auf dem Video angucken. Was meinst du, ey, klar, es ist harte Arbeit, aber was sind so Sachen, die musst du mitbringen, sonst ist der Job nichts für dich? Ja, also auf jeden Fall ein gesundes Selbstbewusstsein sollte man mitbringen. Was du auch schon gesagt hast, am Anfang wird es viel Ablehnung geben. Also man braucht auf jeden Fall Hartnäckigkeit. Also man muss hartnäckig bleiben, man muss da dranbleiben. Ja, das sind eigentlich schon eine gute Kommunikationsfähigkeit. Also man sollte schon mit verschiedensten Charakteren und verschiedensten Altersklassen auch gut klarkommen. Also du musst irgendwie mit dem jungen Spieler, der vielleicht aus Hillstedt kommt, musst du irgendwie eine Basis finden, aber dann halt, wie gesagt, auch mit dem Nachwuchsleiter vom FC Bayern so. Das sind natürlich dann völlig verschiedene Ebenen der Kommunikation. Im Idealfall beherrscht man halt beides. Dazu schadet es natürlich nicht, wenn man Fremdsprachen spricht. Das ist natürlich super. Ich kann nur Englisch. Also leider hätte ich meiner Schule besser aufgepasst bei Französisch oder hätte nochmal irgendwie Spanisch belegt, wäre top. Würde mich jetzt noch ein bisschen weiter abheben von vielleicht anderen Beratern auch. Ja, also das sind schon dann so die Hauptattribute. Aber ich denke schon, Hartnäckigkeit ist mit das Wichtigste. Hartnäckigkeit und Ehrgeiz. Gab es so irgendeinen Moment, wo du sagst, ey, wow, das war so mein Mega-Fail, das werde ich nie vergessen, dieser Fehler wird mir nicht noch einmal passieren? Also da gibt es sicherlich zwei Sachen, die ich mal erzählen Okay. kann. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so gut ist, aber ganz am Anfang meiner Spielerberaterkarriere muss man tatsächlich sagen, da war das finanziell dann auch noch nicht so richtig rund. Und da bin ich dann tatsächlich mit einem fast leeren Tank losgefahren. Okay, geil. Zu einem Gespräch mit dem Sportdirektor eines damaligen Drittligisten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin schon kurz hinter Hamburg liegen geblieben. Tank leer. Ich dachte, ich schaff's noch, aber Geil. der hat angefangen zu stottern und dann irgendwann blieb ich stehen und dann, ja, dann bin ich dann erstmal losgetapert über die Autobahn zur nächsten Tanke, musste mir dann erstmal einen Kanister besorgen und musste erstmal wieder voll machen und ja, Ende vom Lied, Termin. Ich habe natürlich versucht, den zu verschieben, aber Sportdirektor hatte keine Zeit mehr für mich und das war's dann mit meinem Termin bei diesem Sportdirektor. Zweite Sache, ich bin tatsächlich auch mal zu einem falschen Ort gefahren. Ich wollte mich treffen mit einem Spieler und bin dann mal in die falsche Stadt gefahren. Okay, auch sehr Weil geil, herrlich. es die Straße einfach auch in zwei Städten gab, in Düsseldorf und Ja. in Dortmund. Und ich war dann irgendwann in Dortmund und der Spieler war in Düsseldorf. Oh, ich gucke übrigens, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, ne? Weil ich gucke nebenbei Schalke Leverkusen und jetzt gerade vor ein paar Minuten ist einer unserer Spieler eingewechselt worden und hat sein Oh. Bundesliga-Debüt gegeben. Wow, Also, das ist das dann wieder so heißt. ein, freue ich mich gerade extreme. Richtig geil. Jo Jonas Hofmann gerade eingewechselt für den FC Schalke. Erstes Bundesligaspiel. Sehr, Yes. sehr cool. Cool, dass wir auch das gemeinsam hier erleben dürfen. Ja, Das ist auch gemeinsam. ihr seid live. Ja, herzlichen Glückwunsch. Klingelt da morgen die Kasse? Nee, Okay. dann klingelt noch nicht die Kasse. Nein, nein. Okay. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Da muss noch ein Gut. bisschen mehr. Da muss er erstmal transferiert werden oder wir müssen den Vertrag verlängern oder sowas. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen sensationellen Abend. Mach dir eine schöne Zeit auf der Couch mit deiner Frau. Nur das Beste. Bleib gesund und bis bald. Danke, bis dann, Axel. Ciao. Thank you.